Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Smart Health Syrup, dein Kanal, wenn es um die Themen geht, Job, Geld, Leben, Business. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner zweiten Podcast-Folge Stand der Dinge und heute sprechen wir natürlich auch wieder um die beliebten Themen Immobilien, Business und auch die Pleitewelle soll nicht zu kurz kommen, da hat sich auch einiges getan. Doch bevor ich wieder in das Video einsteige, ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Dieser Kanal kann nur mit eurer aktiven Unterstützung fortgeführt werden. Und mit aktiver Unterstützung meine ich, dass es nicht darauf ankommt, dass ihr uns Geld gebt. Das wäre natürlich auch schön. Den Spendenlink findet ihr unten in der Video-Description-Box. Aber es reicht uns schon aus, wenn ihr unsere Videos teilt, liked und kommentiert und natürlich auch ein Abo dalässt. Das ist ganz, ganz wichtig, um auf YouTube zu wachsen. Und das hilft uns sehr, kostet euch nichts und tut auch nicht weh. Versprochen. Also nach einem kurzen Intro bin ich sofort wieder für euch da. Ich möchte mal die Gelegenheit nutzen, in diesem Podcast mit etwas Ungewöhnlichem zu beginnen, nämlich meiner politischen Einschätzung zur Ampel, zu Robert Habeck. Es hat jetzt ja die AKW-Files gegeben, die haben ihn so ein bisschen in Bedrängnis gebracht, doch er hat das sehr gut und gekonnt gemeistert, das muss man ihm lassen. Ja, er hat da so eine Gelassenheit wie eine Teflonpfanne, ja, einfach das an sich abprallen lassen und einfach aussitzen und das ist die richtige Strategie. Und so sind ja auch diese einzelnen Scharmützel in der Politik, ja, wo man sich über manche Themen nicht so einig ist, ja auch nur ja, so Randerscheinungen, die so dahin hindümpeln, aber letztendlich wird weitergemacht wie bisher. Und mein Tipp an dieser Stelle ist, du solltest dich darauf einstellen, dass die Wirtschaft weiter bis nach ganz unten durchdekliniert wird. Und wenn du einen Job hast in einer Branche, die krisengefährdet ist, es gibt jetzt auch den Hinweis, dass es jetzt keine Krise mehr gibt, also wäre mir neu, egal welche Zahlen ich mir da anschaue, auch Ernst Young haben jetzt auch neue besorgniserregende Zahlen publiziert, ja, habe ich mir heute auch schon durchgelesen und das sollte dich dazu animieren bzw. bewegen, dich vielleicht schon nach einem anderen Job umzusehen, vielleicht auch in der Schweiz, ja, wenn deine Qualifikationen dort gefragt sind, ja, das kann ich dir als Jobcoach auf den Weg geben. Ja, das würde ich machen. Ich würde mich jetzt nicht auf irgendwelche Lippenbekenntnisse oder irgendwelche Mutmaßungen von irgendwelchen Politkanälen verlassen. Ja, also das unbedingt mal sacken lassen und drüber nachdenken. Ja, und vor allen Dingen auch, womit du deine Zeit verdaddelst. Und ich liefere hier mal wieder Gründe ab, auch diesen Kanal zu abonnieren. Ja, weil wir über die Jahre richtig liegen, was das Thema Immobilien anbelangt. Da liegen wir goldrichtig, denn die Immobilienpreise sinken weiter. Und wenn du das Video bis zum Ende schaust, dann verrate ich dir auch den Trick, den die Immobiliencoaches anwenden, indem sie jetzt behaupten, dass es wieder aufwärts geht, ja, dass die Talfahrt durchschritten ist. Ja. Da gibt es einen ganz perfiden Trick, dazu später mehr. Es sind nämlich neue Zahlen gekommen vom GRAIX, ja, und die Immobilienpreise sinken weiter, ja. Die Preise gingen insgesamt zum Vorquartal um 5,4% zurück. Das ist auch hier schon wieder ein beträchtlicher Wert. Und bei Mehrfamilienhäusern ging es um 16,4% runter. Ja. Also das sind die offiziellen Zahlen. Wenn du offizielle Zahlen willst, dann schau dir den GRAIX an. Das ist der German Real Estate Index. Der hat die richtigen Zahlen am Start. Alles andere ist Fake. Und es gibt ja momentan ein Phänomen, worauf ich auch mal wieder angesprochen werde, ist ja, dass man sagt, ja, aber wenn ich jetzt vermiete oder wenn ich jetzt Mehrfamilienhäuser kaufe, dann kann ich doch so viel Geld aus den Mietern rauspressen. Ja, dann kann ich das wieder tilgen und dann geht das, glaube ich, wieder meinen passiven Cashflow. Leute, ich kann es gar nicht mehr hören. Ich habe es eben schon gesagt, Mehrfamilienhäuser sind um 16,4% gefallen. Und die Politik, die schläft noch, auch was den Lastenausgleich anbelangt. Ja, der Lastenausgleich ist ja auch zum Anfang diesen Jahres scharf geschaltet worden. Also ich warte immer darauf, dass die Politik jetzt was tut, ja, dass sich da mal was bewegt. Ja, sie haben es ja nicht umsonst gemacht. Oder ob man da jetzt noch ein bisschen wartet und die Leute noch im Trüben lässt, ich weiß es nicht. Also ich bin nur erstaunt darüber, dass sich bezüglich Lastenausgleich und Vermögensabgaben noch nichts getan hat in Deutschland. Doch kommen wir nochmal zurück, warum das so ist, warum diese Diskrepanz zwischen diesen sinkenden Immobilienpreisen und den hohen Mieten, ja, warum das so der Fall ist. Und zwar haben ja verschiedene Bauträger jetzt das Problem, dass ja immer die Materialkosten immer weiter in die Höhe gehen, ja, währenddessen die Preise bzw. die Nachfrage ja auf dem Immobilienmarkt ja stetig sinkt.
Und das führt auch zu den Pleiten, ja. Das haben die Leute auch nicht auf dem Schirm. Die Bauträger gehen deswegen pleite, ja, weil sie keine Margen mehr haben, weil sie ins Minus rutschen. Weil die Kosten zum Beispiel für Zement oder Dämmstoffe so hoch geworden sind, ja. Und auf der anderen Seite ist die Nachfrage an Neubauten so gering, ja, dass wenn man sich dann irgendwo einigt, ja, die Immobilien nur mit Verlusten verkauft, was dazu natürlich führt, dass die ganzen Kalkulationen, die die Bauträger über die Jahre gemacht haben, ja, Essig sind und dadurch halt ja massive Verluste entstehen, die zur Pleite führen können. Deswegen sind ja auch schon viele Bauträger pleite gegangen. Ja, auch das verraten euch die Coaches nicht. Und ich möchte jetzt auch auf das Geheimnis eingehen der Coaches bzw. dieser ganzen Geschäftler, ja, die sagen, es geht wieder aufwärts, ja, die Immobilienpreise steigen wieder, es geht wieder aufwärts, wir haben das Tal der Tränen durchschritten, endlich. Nein, habt ihr nicht. Warum? Ganz einfach. Die gehen hin und schauen sich auf den Verkaufsportalen die Preise an. Die Verkaufspreise, die dort angeboten werden bzw. die dort stehen. Und wenn man jetzt zum Beispiel meine Lieblingsregion, zum Beispiel Bodensee nehmen oder Baden-Württemberg, wo die Immobilien sowieso absolut überteuert sind, ja, und die Leute sowieso nicht gewillt sind, den Preis zu reduzieren, dann kannst du ja wieder sehen, dass du da für eine, sage ich mal, 70er, 80er Jahre Immobilie viel zu viel Geld bezahlst, ja, die über dem Verkehrswert liegt. Und dann gehen diese Leute hin und sagen, ja, Moment, der Verkehrswert wäre bei Summe X, aber die wird ja auf dem Portal für, was weiß ich nicht was, den und den Preis angeboten und jetzt steigen die Preise. Was sie euch nicht sagen ist, beziehungsweise was auch die Portale euch nicht sagen ist, das sind ja nur Angebotspreise. Wo sich Käufer und Verkäufer in Wirklichkeit treffen und zu welcher Summe die Immobilie beim Notar weggeht, das erzählen euch die Coaches nicht. Das werden sie euch auch nie erzählen, ja. Und das wird auch in diesen ganzen Studien nicht mit aufgegriffen. Deswegen, und wenn man dann immer die Preise sich anschaut im Portal und sagen, naja gut, die steigen wieder, ja, weil irgendein Raffke jetzt wieder Luft wittert und meint, er kann einen Doofen finden, der diesen überteuerten Preis zum Beispiel für so eine Seeimmobilie auf den Tisch des Herrn legt, ja, dadurch kommen diese ganzen Luftschlösser und Traumschlösser zustande. Also ihr seht, ich gebe euch, wie gesagt, wirklich hier Mehrwert an der Hand, absolut kostenlose, tolle Goodies. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, unser Video natürlich auch liken und teilen würdet in eurem Freundes- und Bekanntenkreis. Ich bin mir sicher, eure Freunde und Bekannte werden es euch danken. Ja, und das soll es an dieser Stelle auch mal wieder gewesen sein. Ich sage herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns schon sehr bald wieder in einem weiteren spannenden Video. Ich bin wie immer raus. Ciao, euer Alex.